Wenn du auf der Suche nach 8-Bit-Vintage-Gaming-Sound bist, dann könnte Gameboy von NN Audio genau das richtige Plugin für dich sein. Es ist nicht nur ziemlich nice, sondern es ist auch kostenlos. Gucken wir uns das Ganze an. Let's go. Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Wir alle lieben natürlich kostenlose Plugins und wenn es dann auch noch geile Plugins sind, die nicht nur auf der Festplatte liegen bleiben, dann macht das doch noch mehr Spaß. Gameboy, würde ich sagen, ist eins von diesen Plugins. NN Audio geben dir das umsonst und wir gucken uns das jetzt mal an. Und wenn Gameboy draufsteht, sollte Gameboy auch drin sein. Ich würde sagen, das ist hier ziemlich gut gelungen. Wir haben hier unsere Buttons und unser Steuerkreuz jeweils mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Ich würde sagen, wir hören hier einfach erstmal einmal, wie der Sound ist. Und wen das nicht an diese typischen Gameboy-Sounds erinnert, der hat wahrscheinlich nicht viel Gameboy gespielt. Ich finde, es ist auf jeden Fall ziemlich gelungen. Wir haben hier einmal diesen Preset-Button und hier können wir, ja, hier gibt es ein paar Presets, die wir uns aussuchen können. Wir können aber auch eigene erstellen. Das ist ziemlich cool gemacht und das können wir hier erstellen, indem wir die beiden Sampler benutzen. Die Sampler sind hier jeweils geladen mit unterschiedlichen Sounds, wie ihr sehen könnt. Und die können wir zusammenmischen und können hier auch die nochmal bearbeiten. Ja, ob es jetzt das Gain ist oder ob wir die auch im Pitch nochmal ändern wollen. Und wenn wir die zusammenschmeißen, dann entstehen unterschiedliche Sounds. Hier können wir dann noch mehr ins Detail gehen. Wir haben einen Reverb, mit dem wir hier erstmal den Mix einstellen können. Wir können auch sagen, okay, der soll ein bisschen gedämpft sein. Die Weite und den Raum können wir da nochmal einstellen. Es gibt hier auch einen Delay, der auch den linken und den rechten Delay einzeln setzt, gesynkt mit dem Tempo des Projekts. Wir haben hier das gleiche nochmal mit dem Feedback und dann gibt es auch noch einen Mix-Knob. Außerdem gibt es hier einen Bitcrusher und Dimension, mit dem wir auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Wir haben die Möglichkeit mit dem Equalizer im Nachhinein hier auch nochmal zu gucken, dass wir den Sound so shapen, wie wir ihn haben wollen. Mit den drei Bändern kommt man ziemlich gut zurecht. Insgesamt kann man hier auch nochmal die Lautstärke und das Panning vom Sound einstellen. Also für so einen kleinen Gameboy relativ viele Einstellmöglichkeiten. Ich würde sagen, wir hören mal ein paar Sounds durch. Und wenn man dann alles zusammenschmeißt, könnte das Ganze so klingen. Bevor ich dir aber zeige, wie du Gameboy und ein paar andere Plugins noch kostenlos bekommst, würde ich mich freuen, wenn du kurz mal checkst, ob du auf Abonnieren und die Glocke gedrückt hast. Dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt und ich kriege ein paar Abonnenten dazu. Auf der Seite von NN Audio, den Link dazu findest du unten in der Beschreibung, gibt es hier diese Free Plugins. Wenn du darauf klickst, dann wird dir hier nicht nur der Gameboy, sondern auch ein paar andere Plugins angeboten. Wir packen den hier in unseren Einkaufskorb. Dann musst du hier deine Informationen und eine E-Mail-Adresse lassen. Und dann bekommst du eine E-Mail mit deinem Accountzugang. Du kannst dann hier den Installer runterladen, entweder Mac oder Windows. Und es gibt einmal nochmal dieses Sample-Archiv. Das musst du einmal runterladen, dann irgendwo speichern. Und dann beim ersten Mal, wenn du Gameboy öffnest, wirst du gefragt, hey, wo ist es? Du sagst hier, da und dann. Gameboy für mich auf jeden Fall eins der besten kostenlosen Plugins, die NN Audio anbieten. Wenn du mehr kostenlose Plugin-Videos sehen willst oder Mixing-Tipps, dann guck dich doch hier auf meinem Kanal um. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne E-Mail und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.